Das Burnbook. Bin ich ein schlechter Mensch, weil ich Leute in ein Buch eintrage, deren Tod ich mir wünsche? I don't think so. I don't think so at all. I mean shit. Ich habe verdammt viele Leute in dieses Buch eingetragen. Und eine Person sticht ganz besonders heraus. Annika. Shit, wenn ich könnte, würde ich diese Bitch vergraben. Ich meine, ganz so schlimm ist es natürlich auch nicht. Schaut einmal das Video. Action! Was geht? YouTube! Und zwar bin! In meinem heutigen Video habe ich heute die Annika dabei. Vielleicht kennt ihr Annika noch von verschiedenen Eltern. Wir haben nur ein Video zusammen, oder? Ja. In unserem heutigen Video erzählen wir euch eine kleine Story, wie Annika und ich uns getrennt haben. Waren wir zusammen? Checkt auf jeden Fall Annikas Kanal ab, denn auf ihrem Kanal haben wir auch etwas gedreht. Mein Magen. Mein Magen brennt immer noch. Ja. Just watch it. So, dann würde ich schon sagen, let's do it. Let's go. Wie viele von euch schon wissen, sind Annika und ich vor einem Jahr zusammengezogen. Und zwar zusammen nach Hamburg. War eigentlich echt eine geile Zeit. Gegen Ende hin. In den letzten zwei Wochen, nachdem wir uns dann erst richtig krass gestritten haben, haben wir uns erst richtig gut verstanden. Hauptproblem an der ganzen Sache war einfach Schan. Annika. Ja, was viele nicht wissen, ist, dass die Annika manchmal sehr... sie ist ein kleiner Kontrollfreak. Und das ist nett ausgedrückt. Ich bin direkt. Ja, ihr müsst wissen, Chan ist ungefähr der chaotischste Mensch überhaupt. Und wenn man da nicht irgendwie so ein bisschen dahinter ist und macht so... dann funktionierst du nicht. Wobei Annika auch ausrastet, wenn gewisse Dinge nicht gemacht werden, wie sie es will. Weil sie nicht akzeptieren kann, dass es verschiedene Wege gibt, etwas zu lösen. Verschiedene Wege, etwas zu lösen, verstehe ich eher weniger, wenn man seine Reste von der Tomatensauce im Abflussding drinnen lässt und ich das ungefähr schon 50 Mal davor rausgefischt habe, um es dann so in den Mülleimer zu legen, ja? Du müsst auch wissen, Annika hat mich mal angeschissen, weil ich Messer in die Geschirrspülmaschine gestellt habe. Es wird Messer. Stumpf dadurch. Und du hast mich angeschissen, weil ich Fertiggerichte konsumiert habe. Ich habe mir für 2 Euro Fertiggerichte gekauft und Annika stand hinten dran. Für 2 Euro hätte ich dir irgendwas Frisches kochen können für die Zutaten. Ist halt ekelhaft, was du da isst. Ich habe das nie so zu Chan gesagt. Ich habe das nie... What the fuck? Chan ist auch noch nicht nur unordentlich, er ist auch noch sensibel. Was? Fuck. Ich habe am Ende nicht geheult. Einzige... Wie wär's, wenn wir einfach von vorne erstmal anfangen? Aber genug Hass in den Raum geworfen, jetzt kommen wir zur eigentlichen Story. Wir wurden nämlich von unserem Management zusammen nach Hamburg geschickt, um dort dann einige Projekte umzusetzen, wie zum Beispiel das Video für Selina oder Hamudi in Hamburg. Wir haben uns zu dieser Zeit 2 Mal davor gesehen. Ja, das eine Mal waren wir auch bestimmt nicht nüchtern. Ja. Auf jeden Fall hat uns unser Management zusammengesteckt in eine Wohnung und zwar Annika, ihre Ex-Freundin und mich. Und ich dachte immer, dass... Wobei, ich hatte immer dieses Bild von Annika, dass Annika eigentlich voll gechillt ist, also schon voll cool wird. Und ich habe mich so auf diese Zeit gefreut, was dann aber nicht der Fall war. Jetzt kommt es so rüber, als wäre ich so der ungechillteste Mensch überhaupt. Ich bin einfach nur ordentlich und hab's voll gerne, wenn alles so seinen richtigen Platz hat, so. Zwangsneurose. 2 Monate vergehen, wir nerven uns irgendwie beide eh schon so ein bisschen. Ja. Und dann kommst du zu dem Part, an dem ich mich von meiner Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt getrennt habe. Ich muss aber noch ganz kurz gestehen, ja, ich bin vielleicht etwas chaotisch manchmal. Ja, ich bin vielleicht etwas sensibel manchmal. Ich dramatisiere auch sehr viel, das ist mir letzte... okay. Ich bin einfach viel zu aktiv. Ich versprühe zu viel Energie. Das Hauptproblem, das Chan und ich hatten, war, glaube ich, einfach, dass wir uns einfach gegenseitig immer falsch verstanden haben und unsere Gefühle nicht zum Ausdruck gebracht haben. Deswegen ist es irgendwann übergekocht. An besagtem Tag. Ich war für eine Woche lang nicht zu Hause in der Wohnung, wie gesagt, weil ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe. Komme nach Hause, Chan ist nicht da. Und meiner Meinung nach, ich war angepisst. Ich war einfach schlecht drauf. Und dann war halt was dreckig in der Küche. Dann habe ich halt in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, so. In die WhatsApp-Gruppe, wo auch unser Manager ist. Ich komme ein bisschen später ins Büro, ich muss hier noch aufräumen. Und dann habe ich das so aufgefasst, wie so ein kleiner Angriff. Und dann dachte ich mir so, es tut mir leid, dass es zu Hause nicht gut aussieht. Ich war damit beschäftigt, deiner Ex-Freundin beim Umzug zu helfen, Annika. Und das habe ich auch so in die Gruppe geschrieben. Daraufhin haben wir noch Kleinigkeiten ausgetauscht, die vielleicht jetzt nicht so freundlich waren. Und unser Manager meinte so, ja, bleibt jetzt mal ruhig, wir erklären das alle zusammen im Büro. Ich, okay, gut, ich halte mich zurück, ich schreibe nichts mehr 10 Minuten später. Privatnachricht von Chan. Annika, in letzter Zeit drehst du echt am Rad.
dann ging das noch so weit weiter. Ja. Da kam noch so ein Text. So ein Text hat ihn gepresst. Ich glaube, in meinem Temperament bin ich dann halt echt so jemand. Also, wenn man mich anpisst, dann. I'm not gonna step back. Ich meine, wenn du mich beißt, dann beiß ich eben zurück. Ganz einfach. Und das Witzige ist, dass unser Manager uns auch noch geschrieben hat, ey, klärt das bitte im Büro auch. Ich war schon im Büro, Annika war zu Hause und hat mir das nochmal persönlich gesagt. Und ich so, ja, okay, dann klären wir das alle zu dritt. Und dann habe ich richtig sneaky mein Handy rausgeholt. Ich so, du triffst Feierabend an Annika! Ich drauf geantwortet, genau, weiß ich nicht mehr, was wir da geredet haben. So, ich komme im Büro an. Wir beide sitzen uns hin. Der Streitschlichter sitzt vor uns. Von beiden Seiten. Stress, Stress, Stress. Irgendwann fange ich an zu heulen. Unser Manager schaut mich an mit so einem. Und alles, was mir in diesem Moment einfällt, wenn Annika neben mir heult, ist. Pff, ist mir nur egal, soll sie doch heulen. Das ist so lustig. Oh mein Gott, ich sterbe gerade hier. Ja. Das ging dann irgendwie die ganze Zeit so weiter. Wir sind irgendwie nicht wirklich zu einem Entschluss gekommen. Wir beide zerstritten, gehen aus dieser Tür raus. Ich bin dann noch irgendwie den ganzen Tag unterwegs. Stimmt, stimmt, oh mein Gott. Ich bin den ganzen Tag unterwegs, bin noch mit Freunden aus, irgendwie auf der Reeperbahn gewesen oder sonst irgendwas. Ihr wisst ja, was man da so macht. Also nicht in den Puff gehen, sondern das andere, also Milch konsumieren. Irgendwann komme ich nach Hause, ich klingel, ich habe meinen Schlüssel vergessen, klopfe so an die Scheibe. Schaden macht auf. Freunde, ihr müsst euch das so vorstellen. Annika sah aus wie so ein nasser Köder, der gerade ausgesetzt wurde. Es hat geregnet. Es hat geregnet und ich stand da so, unsere Tür, das war halt eine ganz normale Tür mit so einem kleinen Fenster und alles, was ich sehe, so Annikas kommt, so ein und dann habe ich die Tür aufgemacht. Wir beide so, sorry. Das ist wirklich, no joke, nicht übertrieben. Das war wirklich so, like, no shit. Wir beiden setzen uns in die Küche und reden nochmal alles von vorne bis hinten durch, entschuldigen uns und haben einfach festgestellt, dass wir immer ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben, dass er Sachen, die ich gesagt habe, falsch aufgefasst hat, dass ich mich schnell provozieren lasse von Sachen, die nicht aufgeräumt wurden. Wobei ich sagen, ich habe echt wenig aufgeräumt. Let's be honest. Gibst du das jetzt zu, oder was? Wir haben halt beide festgestellt, dass sich das alles so ein bisschen hochgespielt hat. Und dann haben wir, like, no shit, 2 Wochen vor Umzug, wir hatten diese Wohnung zur Untermiete, haben uns so gut verstanden. Und das Video, das ihr gesehen habt, das wurde am letzten Abend in Hamburg gedreht. Am letzten Abend. Und dann haben wir gerade festgestellt, Scheiße! Warum nicht früher? Warum nicht früher? Ja, aber seit dem Tag sind wir ungefähr so. Deswegen habe ich auch jetzt zu Chan gesagt, hey Chan, pack deine Sachen, komm her, wir machen ein paar Sachen zusammen. Also nicht Sex, sondern Milch konsumieren. Und auf jeden Fall wollen wir euch die Story erzählen, denn uns beiden ist aufgefallen, dass Kommunikation ist alles. Communication is key. Okay. So Freunde, das war's auch schon mit unserem Video. Ich hoffe, dieses Video oder diese Story hat euch gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns beide über einen Daumen hoch freuen. Checkt auf jeden Fall Annikas Kanal ab, denn da haben wir eine ziemlich coole Challenge gemacht. Und ich sag nur so viel, mein Magen brennt noch, meine Rosette wird später wahrscheinlich nur brennen. So, dann würde ich schon sagen, das war mega. Bis zum nächsten Mal, meine kleinen Pichitos. Bye. Bye. Gab's schon mal ein Storytime-Video von YouTubern, die sich gezofft haben? Ich weiß es nicht. Aber wir hätten Beef drauf machen müssen. Wie Beef? Wir hätten Beef draus machen müssen. Dieser YouTuber räumt nie auf. To be continued.